Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und ich hoffe mal, in der letzten Folge habe ich nicht irgendwie ewig überzogen. Zumindest kam es mir gerade vor, als hätte ich zu lange geredet und so, aber ich versuche das dann beim Schneiden auf jeden Fall hinzukriegen. Und ich bin ja immer gespannt, wo wir jetzt im Gameplay auch stehen. Das kann ich aktuell noch gar nicht sagen, ob ich da immer das Gleiche mache, obwohl, naja, wir hatten ja noch was zu tun mit dem Nether, gell, erstmal farmen, das werde ich dann schon gemacht haben. Zum jetzigen Zeitpunkt und dann eben auch ein bisschen ausbauen schon mal, damit das nicht wieder losgeht wie in TinyCR 10. Da hat es mich ein bisschen gestört, dass ich echt die ganze Zeit nur den Stein weggegraben habe, weißt du, und dann war irgendwie Ruhe. Da hatte ich dann zwar auch nicht mehr so viel Zeit im Projekt und es ging Richtung Ende zu, aber ich glaube, ich hätte zumindest das ein oder andere noch umsetzen können und mehr Motivation gehabt, wenn ich auch schon mal begonnen hätte, wenigstens mit der Auskleidung der Wände und der Böden, ne? Und deswegen will ich diesmal frühzeitig damit anfangen, dass ich dann auch noch einen Sinn sehe, weiterzubauen. Denn sonst denke ich mir wieder so, naja, irgendwie jetzt hier habe ich keine Ideen mehr und so weiter. Das soll jetzt ja auch nicht sein, gell? Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und deswegen erstmal jetzt diese kleine Geschichte dazu oder Anmerkungen, besser gesagt. Ich hoffe, dass ich eine gute Lösung finden werde beim Gameplay, gell? So währenddessen überlege ich mir natürlich da einiges. Vielleicht streame ich auch zwischendurch sogar nochmal, sodass ihr jetzt noch weitere Fortschritte seht. Aber da bin ich mir unsicher, ob ich das überhaupt zwischen dem Gameplay mache oder lieber davor. Das würde sich ja noch eher anbieten, theoretisch, dass man erstmal irgendwie live geht und Fortschritte macht und dann das Gameplay darauf aufbaut, gell? Aber mal sehen. Also da will ich jetzt noch nichts vorwegnehmen auch und ich halte mir übrigens noch offen, dass ich eine dieser drei Folgen, die ich jetzt hier schon mal vorkommentiere, mit einem Gameplay versehe mit vierfacher Geschwindigkeit. Nicht immer nur zweifacher, sondern wenigstens in einem Fall dann ein bisschen schneller, damit es auch mal so vorangeht, weißt du, und man irgendwie noch so, na, eine Verbesserung hat, sag ich mal, und nicht jede Folge gleich wirkt einfach. Mal gucken, wie es passt, gell? Es muss auch inhaltlich hinhauen, durchaus. Aber ich bin auch schon mal froh übrigens, dass ich es jetzt hinkriege mit dieser Folge, dass ich wieder ja auf einer geraden Zahl gelandet bin. Denn in letzter Zeit war es oft so, dass wenn ich zwei Folgen aufgenommen habe, ich dann immer, naja, bei Folge zum Beispiel 242 und 43 war. Und dann, wenn ich das nächste Mal anfange, fange ich mit einer geraden, dann höre ich mit einer ungeraden auf. Das mag ich nicht. Ist einfach nur so ein Gefühl oder keine Ahnung, ob es was bringt, wenn ich so jetzt mache wie heute. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich auf die Weise sich auch positiv auswirken kann. Aber gut, ich will jetzt hier nicht ewig das noch ausdehnen, sondern es soll um Folgendes gehen. Und zwar hatte ich mir mal überlegt, wie ist es eigentlich mit der ganzen Vertretung und Ausfall in der Schule. Gell? Ich weiß das ja nun auch noch, das ist nicht eine komplett neue Geschichte, dass viele Stunden ausfallen durch Lehrermangel und so weiter. Ne? Wir kennen ja die ganze Thematik. Aber ja, natürlich ist das auch zu meiner Schulzeit schon ein großes Thema gewesen. Und da muss ich sagen, gab es eigentlich einige Dinge, die mich auch immer gestört haben, weil du als Schüler natürlich da auch nochmal ein bisschen anders drauf blickst. Ich meine, es ist schon wichtig, dass bestimmte Stunden gehalten werden, gell? Dass du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nicht das ganze Schuljahr gar kein Physik hast oder sowas, was ja dann teilweise auch eine krasse Auswirkung ist heutzutage, ne? Wenn es zum Beispiel keine Physiklehrer an der Schule gibt, dann muss einer alle übernehmen und wenn der dann irgendwie ausfällt, dann gibt es gleich Stress und alle Klassen haben keine Physik, weißt du, und das wochenlang. Oder eine Klasse hat vielleicht das von Anfang an irgendwie nicht. Oder nur alle 2 Wochen oder keine Ahnung. Da gibt es verschiedene Modelle, wo dann vieles schief gehen kann. Und das darf natürlich nicht sein, ne? Dass sowas langfristig ausfällt und man dann immer das gar nicht hat. Aber was ich eigentlich für nicht so schlimm halte, ist, wenn hier und da mal was ausfällt, weißt du, dass man auch eine kleine Entlastung hat und nicht immer diesen kompletten Stress als Schüler, sondern dass man dann einfach mal entspannen kann. Man schreibt genug Arbeiten, weißt du, man hat immer viel zu tun, hin und her, und da musst du nicht noch
dauerhaft die volle Dröhnung haben, ohne mal irgendeine kleine Pause. Ja, das muss ich schon mal zugestehen, würde ich auch heute noch so sehen, aus der Perspektive eben von jetzt, ne, rückblickend betrachtet. Und deswegen, das ist eigentlich immer eine ganz gute Methode, denn bevor es irgendeine Vertretung gibt, die aber random ist, das heißt, wenn du zum Beispiel statt Mathe irgendwie Deutsch hast, ne, und dann ist da ein Deutschlehrer, den du sonst überhaupt nicht hast, sondern das ist wieder ein neuer und der macht dann einfach irgendwas anderes. Hauptsache, du hast halt Vertretung gehabt, weißt du? Irgendwelche Arbeitsblätter oder was, weißt du, was aber eigentlich gar nicht so im Lehrplan stand oder nicht vorgesehen war oder nicht notwendig, wird dann da gemacht. Das muss ja nicht sein. Ja, da hätte ich doch lieber zum Beispiel so vorgezogene Stunden, dass ich sage, okay, es fällt jetzt Mathe aus, eine Doppelstunde vielleicht auch. Da ziehen wir doch eine andere Doppelstunde oder auch nur eine wegen mir vor, von einem anderen Fach, was wir eh hätten, an einem anderen Tag oder am gleichen Tag auch. Das haben sie bei uns eigentlich oft gemacht, wenn das ging, ne? Die Lehrer müssen verfügbar sein oder die müssen dann noch eine andere Klasse entsprechend umtauschen, wenn das wiederum geht. Aber ja, das ist eigentlich immer eine gute Methode gewesen und das habe ich sehr gerne gehabt, weil wir dadurch oftmals nur 6 Stunden hatten statt 8 zum Beispiel oder sagen wir mal wenigstens 7 statt 8, gell? Weil es dann nicht immer 2 Stunden waren, die gleich vorgezogen wurden. Aber das ist definitiv eine gute Geschichte. Oder dass man wegen mir auch beim gleichen Lehrer, wo man sonst auch jetzt Deutsch hätte, nochmal eine Zusatzstunde Deutsch hat, ne? Statt eben Mathe, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Dann hast du ja, gehst du einfach weiter im Stoff und dann kann man das als Vorbereitung betrachten für eine Zeit, wo vielleicht dann auch mal Deutsch ausfällt, weißt du, weil es einfach irgendwie gerade nicht passt, weil der Lehrer krank ist oder was weiß ich. Und deswegen ist das eigentlich auch noch mal eine bessere Option, aber wirklich bei einem komplett anderen Lehrer das zu haben, da muss ich dann wieder kurzschließen mit dem eigentlichen Deutschlehrer und muss dann sagen, naja, da machen wir hier was, aber so richtig passt es jetzt auch nicht in den anderen eigentlichen Lehrplan oder wo wir gerade sind vom Thema, ne? Deswegen, das ist immer blöd. Oder wenn dann ein Vertretungslehrer noch Hausaufgaben aufgibt und der Richtige vergleicht die dann später, weißt du, da denke ich mir auch, Alter, was soll denn das? Das ist doch komplett unnötig. Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, und zwar Hausaufgaben. Ja, die könnte man doch eigentlich auch so weit wie es möglich ist eindämmen, denn die braucht man eigentlich nicht. Also das Einzige, was notwendig ist, dass du lernst, ne, für Klausuren oder für Arbeiten. Das ist klar. Das würde ich immer nicht unter Hausaufgaben zählen, sondern Lernen ist halt, dass du jetzt aus freien Stücken vielleicht nochmal andere Aufgaben rechnest, die du bisher nicht hattest, oder dass du eben dir versuchst, was zu merken und so weiter, ne? Das ist ein ganz eigener Modus, aber wenn du diese scheiß Hausaufgaben machen musst, die dir einfach nur aufgegeben werden, so wo du nichts wählen kannst, ne, du musst die machen. Das finde ich immer blöde. Also, das ist doch eigentlich sinnlos. Vor allem die zu Hause zu machen, ne? Wo ja auch oftmals es vom sozialen Umfeld abhängt, ob man die machen kann oder nicht, ne? Wenn zum Beispiel wenig Platz ist und viel Ablenkung, dann kannst du die viel schlechter machen, als wenn du bessere Bedingungen hast, gell? Und deswegen würde ich es höchstens so akzeptieren, dass du eine Hausaufgabenbetreuung hast, ja, oder eine Aufgabenstellung in der Schule. Da kann man ja auch Ausfallstunden nutzen, dass man sagt, okay, wenn jetzt irgendwie hier keine Ahnung, mal Mathe ausfällt, ne? Machst du eben stattdessen Aufgaben für Mathe oder auch für ein anderes Fach, was dann so Hausaufgaben wären, die dann aber betreut werden. Wir hatten dann auch manchmal so Aufsicht, ne? Das ist auch noch so ein extra Modus, dass einfach nur ein Lehrer kam und hat uns beaufsichtigt bei Aufgaben. Wenn wir eine Aufgabenstellung hatten, ja, da gab es auch verschiedene wieder Definitionen, denn manchmal stand da Hausaufgabenstellung, manchmal stand da Aufgabenstellung. Manchmal Aufsicht, also das war dann auch immer ein bisschen komisch am Vertretungsplan, aber das ist so ein Spezifikum. Ich weiß nicht, ob das an jeder Schule so gehandhabt wird mit den Begriffen, ob das irgendwie vielleicht auch landesabhängig ist, gell? Dass das so nach dem Schulgesetz irgendwie so und so formuliert sein muss, kann ja sein. Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber da müsste man auch noch mal genauer reingucken. Jedenfalls, das sind eigentlich alles auch nochmal so interessante Ansatzpunkte, dass man wirklich mehr darauf setzt, in der Schule am Ende ja die Hausaufgaben zu machen, wenn es denn welche geben muss,
und zu Hause nicht, denn da hat man genug zu lernen für irgendwelche Arbeiten und nach der Schule will man ja auch einfach mal Schluss haben, weißt du? Und nicht immer noch ewig rumsitzen und irgendeinen Scheiß analysieren, auswerten, was weiß ich, was es da immer in Geschichte oder in Deutsch aufgab, gell, ewige Texte schreiben, das ist dann doch irgendwo sinnlos. Da kann man sich doch anders vorbereiten auf Arbeiten mit einem anderen Modus. Da sollte man auch mal alte Muster überwinden. Das ist so mein Take dazu, sag ich mal, meine Meinung. Und ich würde jetzt hier auch diesen Themenkomplex beenden. War eigentlich mal wieder auch ganz cool. Vielleicht spreche ich noch mal über solche Sachen, weil mich das doch interessiert weiterhin. Genau, dann aber jetzt an der Stelle tschüss und bis später.